bin so dankbar, dass wir heute die Bibel haben, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was jeden Tag in unser Leben hineinsprechen will. Und dass wir darin die Berichte und Geschichten von Menschen finden, die Gott herausgerufen hat und für die er einen Plan hatte und mit denen er seine Pläne umgesetzt hat. Ich bin so dankbar für das Alte Testament, für das Neue Testament, für diese Ganzheit der Bibel. Und ich lese in diesen biblischen Geschichten und sie sprechen in mein Leben hinein. Und so habe ich im Alten Testament, im zweiten Buch Samuel gelesen, von der Geschichte um die Bundeslade herum. Und mein Blick blieb hängen an diesem fast verzweifelten Ausruf von David: Wie wird die Lade des Herrn zu mir kommen? Wie wird die Gegenwart Gottes zu mir kommen, könnte man auch sagen. David wollte unbedingt, dass diese Gegenwart Gottes in dieser Form der Bundeslade bei ihm ganz dicht dabei ist. Was ist die Bundeslade? Wir lesen das ein paar Verse vorher. Da steht: Die Lade war der Ort, über die der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Die Lade des Herrn, diese Bundeslade, da war die Gegenwart Gottes, da war die Herrlichkeit Gottes, da war Gott gegenwärtig. Und das war die größte Sehnsucht von David, diese Gegenwart Gottes brauche ich ganz dicht hier bei mir. Und in meinem Herzen stieg eine große Dankbarkeit auf für diesen neuen Bund, in den wir hineingenommen sind durch Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn und als Jesus für uns starb, sein Leben für uns hingab, zerriss der Vorhang im Tempel und der Weg in das Heiligtum, in das Allerheiligste, war frei. Jeder konnte zum Thron der Gnade hinzutreten durch den Heiligen Geist. Es gab eine ganz dichte Gegenwart Gottes in unserem Leben. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Leben hinein. Und das hat mich mit großer Dankbarkeit erfüllt. Bei dieser Geschichte mit der Bundeslade, bei dem König David, lesen wir, als er noch nicht wusste, wie geht das mit der Bundeslade, wie kann ich sie zu mir bringen, da stellte er sie ab bei Obed-Edom. Und da lesen wir, dass das ganze Haus von Obed-Edom gesegnet war durch die Gegenwart Gottes. Und ich dachte, genauso ist es bei uns auch. Durch die Gegenwart Jesu in unserem Leben, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes sind wir hineingenommen in diese Beziehung zu Jesus, in diese Gemeinschaft mit ihm. Wir sind angedockt an das Allerheiligste und sein Segen möchte sich in unserem Leben ausgießen in alle Bereiche. In den Bereichen, wo du gerade jetzt Segen brauchst, der Herr will ihn eingießen in diese Bereiche hinein. Du bist angedockt an seinen Segen. Die Gegenwart des Herrn ist Segen für dein Leben. Ich wünsche dir, dass du das erkennst. Gott hat mehr für dich.